Einen ganz schönen Morgen an Ella, Nandi, Samuel. Egal wer du bist und wo du bist auch willkommen geheißen und mit einbezogen. Am Samstagmorgen ist unsere Zeit zusammen und es ist die Zeit, wo wir von Kids Life euch besuchen können, bei euch zu Hause. Ist das nicht was Besonderes, Mr. Mabaso? Kommt, wir beginnen mit einem Lied von den Kompring-Kindern. He lifted me up from the deep miry clay. He planted my feet on the King's highway. And this is the reason I sing and I shout. For Jesus came down and he lifted me up. He lifted me up from the deep miry clay. He planted my feet on the King's highway. And this is the reason I sing and I shout. For Jesus came down and he lifted me up. Nearly 110 years ago, fast 110 Jahre her, im Jahre 1912, hat ein ganz großes Schiff seine Reise begonnen von England nach New York. It was the largest ship of the time. The length was about 3.5 football fields long, and it was said to be unsinkable. Es war das größte Schiff der damaligen Zeit. Man sagt, es war so lang wie 3.5 Fußballfelder. Und es hieß auch, dass dieses Schiff nicht sinken kann. In fact, the company that owned her said that she was the safest ship of all time. Das Geschäft, dem dieses Schiff gehörte, hat sogar gesagt, es ist das sicherste Schiff aller Zeiten. This is the captain of the ship. Der Kapitän des Schiffes, den seht ihr hier. Hier sind sie dabei, dieses große Schiff zu bauen. And this is how they set off on their journey. Und so begannen sie ihre Reise. Freunde und Familie winken ihnen und sagten auf Wiedersehen und verabschiedeten sich da am Hafen. Ungefähr 3.300 Menschen waren dort auf dem Schiff und einer der Passagiere war der reichste Mann der Welt. Just look at these pictures. Schaut mal diese Bilder an, wie die Titanic innen aussah. Stellt euch einmal vor, in einem Schiff mit so einem Luxus auf Reise zu gehen. Es gab einen Friseur, Restaurants, Café. Es gab ein Schwimmbad und verschiedene Säle, wo Verschiedenes getan werden konnte, eine Turnhalle sogar auf diesem Schiff. Look at these plush bedrooms, dining halls. Schaut mal diese großartigen Schlafzimmer an, die Treppen und die Esssäle.
Und dazu gab es noch 900 Menschen, die dafür da waren, dich zu bedienen. To keep the ship moving, they had to burn coal, and there were about 75 men who all they did was shovel coal. Und wisst ihr, um das Schiff vorwärts zu bringen, musste Kohle auf ein Feuer geschaufelt werden. Und ungefähr 75 Männer waren dafür da, diese Kohle ganzen Tag aufs Feuer zu schaufeln. Und das waren ungefähr 600 Tonnen am Tag. Es hatte nie zuvor so etwas gegeben. Aber das Traurige war, dass dieses Schiff niemals in New York ankam. Just before midnight, on day 5 of the trip in the freezing cold Atlantic Ocean, im Atlantischen Ozean, als die meisten Passagiere schliefen, sah man vor dem Schiff einen Eisberg. Das war am 5. Tag der Reise, kurz vor Mitternacht. Now, this ship wasn't like a car. It couldn't just swerve out the way. Dieses Schiff war nicht wie ein Auto. Du konntest nicht einfach ausweichen. Und es war zu spät, um auszuweichen mit diesem riesigen Schiff. Und so ist das Schiff in diesen Eisberg gefahren und 4 große Löcher gab es dann in der Seite von diesem Schiff. Now, I wonder whether you knew this fact, that this ship had been actually given 6 warnings about the ice in the ocean. And it is said they ignored all of them. Und vielleicht wisst ihr dieses noch nicht. Das Schiff hatte 6 Warnungen bekommen, vor dem sie in diesen Eisberg gefahren sind. Aber jede einzige Warnung wurde einfach abgelehnt und ignoriert. Kinder, geschieht es manchmal, dass dich jemand warnt über etwas und du ignorierst es, genauso wie die Leute auf diesem Schiff? Es könnte sein, dass deine Mutter dir sagt, leg die Schere hin und nimm nicht das Messer, es ist so scharf, es wird dich schneiden. Ich erinnere mich, einer meiner Jungen hat an einem Tag mit meinem Tacker gespielt. Und ich wusste, er kann sich verletzen. Deswegen sagte ich, bitte nicht mit dem Tacker spielen. Leg ihn wieder zurück, du kannst dich verletzen. Aber irgendwie waren seine Ohren an dem Tag zugestopft. Er hat damit gespielt. Und kurz danach habe ich ein lautes Schreien vor Schmerz gehört. Und da war er mit einem, der Tacker hatte ihn gestochen, genau im Finger.
Als ich es herauszog, konnte ich nicht mal Mitleid haben mit ihm. Ich habe ihn ja gewarnt. Und denkt ihr nicht, er hatte das verdient? Ja, Kinder, es ist manchmal sogar diese kleine Stimme, leise Stimme und Flüstern des Herrn Jesus in deinem Herzen, tief in deinem Herzen, die dich warnt und sagt, tu das nicht. Jetzt musst du die Wahrheit sagen. Jetzt geh ins Haus, tu das nicht. Die uns warnt, diese Stimme. Die Bibel lehrt uns auch vieles und gibt uns auch viele Warnungen. Die Bibel lehrt uns zum Beispiel, dass wenn du stolz bist, dann kannst du erwarten zu fallen, weil Stolz kommt vor dem Fall. Es sagt auch, die Seele, die sündigt, wird sterben. Bis heute weiß die ganze Welt und wir alle wissen, dass die Arbeiter auf diesem Schiff die Warnung, all diese 6 Warnungen ignorierten und etwas Schreckliches ist passiert. Der Kapitän merkte, dass in ein paar Stunden die Titanic untergehen würde. Dieser Unfall, dass sie den Eisberg angefahren haben, war schlimm. Es war ein schlimmer Schaden entstanden. Und deswegen wurden Signale ausgesendet, um Schiffe, um Hilfe zu bitten, die in der Gegend waren. Und die Menschen wurden auch gewarnt und es wurde ihnen gesagt, dass sie so schnell wie möglich in die Rettungsboote steigen sollten. Und eine Nachricht, die ausgesendet wurde, war, hier ist ein Beispiel, wir haben einen Eisberg gerammt. Wir sinken schnell. Kommt uns zu helfen. So ein Telegramm wurde ausgesendet. Und ein Telegramm ist so etwas Ähnliches wie eine SMS. Aber es gab ein anderes Problem. Die Titanic hatte nur 20 Rettungsboote. Und diese 20 Rettungsboote konnten nur ungefähr die Hälfte der Menschen retten, die an dem Tag auf dem Schiff waren. Was noch schlimmer war, die ersten Rettungsboote wurden aufs Wasser gelassen, wo sie noch halb leer waren. Kostbarer Platz, der anderen helfen konnte, war dadurch verschwendet. Und die nicht auf eines dieser Boote kommen konnte, fielen in das schrecklich kalte Wasser oder sie sanken zusammen mit der Titanic.
2 Stunden und 40 Minuten dauerte es nur. Von dem Moment, wo sie diesen Eisberg gerammt hatten, bis zu dem Zeitpunkt, wo nichts mehr von dem Schiff zu sehen war, wo es unter Wasser gesunken war. Auf diesem Schiff waren 2 ganz besondere Menschen. Der eine war John Harper und die zweite Person seine kleine Tochter. Als John merkte, dass Titanic sank, hat er ganz schnell sein besonderes Mädchen genommen und sie seiner Tante in die Arme gegeben und hat ihr gesagt, ich werde dich eines Tages sehen. Und das kleine Mädchen, das hieß Nina, wurde gerettet in diesem Rettungsboot. Und während das Schiff sank, wurde John auch ins Wasser geworfen. Er blieb zurück bei der Titanic und wurde in das kalte Wasser geworfen. Und einige Menschen, die dieses Schreckliche überlebt hatten, haben erzählt, wie John von einer Person zur anderen schwamm. Er hat sich an einem Stück Holz festgehalten. Und er hat die Menschen gefragt, einen nach dem anderen, kennst du den Herrn Jesus? Kennst du den Herrn Jesus? Und ein Mann, der ihm antwortete, nein, dem hat er seine Rettungsweste gegeben, hat sie ausgezogen und ihm gegeben, gesagt, du brauchst dies mehr als ich. Ein paar Jahre später gab es ein Treffen von einigen der Überlebenden dieser Titanic. Und in diesem Treffen stand ein junger Mann auf. Er war nur einer der wenigen, die dieses schreckliche Unglück überlebt haben. Und er stand auf und hat den Menschen gesagt, ich bin jemand, der das überlebt hat. Und das ist, was er sagte. Als ich alleine in dieser Nacht im Wasser herumtrieb, auf einem Stück Holz, da haben die Wellen Herrn John an mich rangetrieben, der auch sich an einem Stück Holz festhielt. Und er sagte mir, bist du errettet? Und ich antwortete, nein, ich bin nicht gerettet. Dann sagte er mir, glaube an den Herrn Jesus und du wirst errettet werden. Die Geschichte endete dort nicht. In dem Moment nahmen die Wellen John Harper weg, aber einige Zeit später kam er wieder und er fragte diesen jungen Mann wieder, bist du jetzt errettet? Und ich sagte, nein, ich kann nicht ehrlich sagen, dass ich errettet bin. Kurze Zeit später
sagte John, glaube an den Herrn Jesus und du wirst errettet werden. Und kurze Zeit später verschwand John Harper. Und dieser Mann sagte, dort allein in dieser Nacht mit 2 Meilen Wasser unter mir habe ich an den Herrn Jesus geglaubt. Und ich bin der Letzte, den John Harper zum Herrn geführt hat. Hier ist ein Mann, der dem Warnen zugehört hat und in dieser Nacht sicher gemacht hat, dass er den Herrn Jesus getroffen hat. John Harper dachte nicht an sich selbst. Er dachte nicht daran, sich selbst zu retten in diesen Momenten. Er hat nur daran gedacht, wen kann er von der Hölle zurückhalten in diesen letzten Momenten. Erinnert er dich nicht auch an jemand anders? Der Herr Jesus hat das Gleiche getan für uns, als er am Kreuz starb, so dass wir leben können. Zu Hause waren die Verwandten dieser Passagiere der Titanic, sie warteten ganz ängstlich darauf zu hören, ob ihre Freunde, Schwestern, Eltern gerettet waren. Hier ist ein Ort, der Liverpool heißt. Dort war eine große Wand und 2 Listen wurden dort aufgehangen. Die eine Liste, beide Listen hatten einen Titel und die eine Liste hatte den Titel bestätigt, gerettet und die andere ist es bestätigt, dass diese Person verloren ist. Und immer wieder wurde ein Mann aus dem Büro kommen und dann würde er eine der Listen aussuchen und einen Namen hinzufügen, gerettet oder verloren. Und jeder würde kommen, ganz schnell, und zu sehen, welche Namen sind da? Ist mein Kind dort? Ist meine Mutter dort aufgeschrieben? Kinder, die Bibel sagt uns, dass da ein Buch ist, das Buch des Lebens. Und in diesem Buch sind auch Listen. Und wisst ihr, welche Namen in dieses Buch des Lebens kommen? Es werden die Kinder sein, deren Sünden und weggewaschen sind, deren Herzen reingewaschen sind durch das Blut des Lammes. Jetzt müssen wir uns fragen, und es ist gut, wenn wir uns fragen, Herr Jesus, ist mein Name in diesem Buch, wo es heißt, es ist bestätigt, dass die Person gerettet ist?
Oder ist mein Name auf einer anderen Liste, auf der Liste, die heißt verloren? Kommt, wir fragen uns und machen sicher, dass unsere Sünden vergeben sind, unsere Herzen gereinigt sind, so dass unser Name auch in diesem Buch des Lebens sein würde und geschrieben stehen würde. Es gibt viele, viele Bücher und Filme, die über dieses Unglück der Titanic geschrieben und gemacht wurden. Vielleicht habt ihr sogar einige zu Hause oder in der Bibliothek eurer Schule. Aber wenn du von der Titanic hörst, dann erinnere dich an die Liste der Namen. Und möge es dein Gebet sein, dass du sagst, Herr Jesus, mein Name muss in dem Buch des Lebens geschrieben stehen. Wir werden Mr. Mabaso jetzt bitten zu beten. Und nachdem er gebetet hat, werden wir ein anderes Lied hören von Mika und Christy van Straten. Kommt, wir beten. Danke, Herr Jesus, dass wir heute Morgen diese Nachricht hören konnten. Dies ist eine Botschaft, die für uns Kinder was ganz Besonderes ist. Wir wurden daran erinnert, dass unsere Namen aufgeschrieben werden müssen, als solche, die errettet sind. Herr Jesus, sei du uns gnädig, dass wir dieses Verlangen haben, auf der Gerettet-Liste zu stehen. Dass eines Tages, Herr Jesus, wir voller Freude zusammen mit dir im Himmel sind. Bitte segne du den Rest des Tages und bitte erinnere uns auch daran, was wir gehört haben. Wir bitten das in Jesu Namen. Amen. So es ist, mach noch Wort des Römes, mach mein Seel nahe, weil ihr allein des mein Herz verlange in der Brenn, ori dir. Ihr allein des mein Krach, mein Skuld, an ihr allein weil ich nur myself. Thank you.